Nun schauen Sie genau hin. Das ist ein Orchester aus Weltrekordlern, Olympiasiegern, Weltmeistern und Europameistern. In ihrer aktiven Zeit machten sie Schlagzeilen. Heute gehören sie zur großen Schar der Freizeitsportler, wenn ich es mal so sagen darf. Das Piano ist besetzt mit Hannelore Ullmann oder Hannelore Suppe mit ihrem Mädchennamen. Eine gefürchtete Sportlerin der Mittelstrecke. Margit Olfert, Margit Herbst, war eine Weltklasse-Athletin im Weitsprung und im Mehrkampf. Hier ist das Schifferklavier besetzt. Gunhild Hoffmeister, Bronze- und Silbermedaillen bei Olympischen Spielen auf der Mittelstrecke, 17-fache DDR-Meisterin. Sie spielt die Flöte. König der Athleten, das sagt man zu diesen Jungs. Joachim Kirsch, zweifacher Europameister im Zehnkampf. Da denken wir zurück an das Jahr 1956, da gab es für unser Land den ersten Olympiasieger. Es war ein Boxer, er heißt Wolfgang Behrendt, heute spielt er bei uns die Trompete. Ja, und das wissen die wenigsten von Ihnen, er gehörte zu den vornehmsten Sportlern der Welt überhaupt, denn er trug bei seinen Wettkämpfen immer Handschuhe. Ja. Das Schlagzeug, den Mann werden Sie sicherlich kennen, 7 Jahre war er ungeschlagen, 3-mal nahm er teil an Olympischen Spielen, 8 Medaillen holte er, 44 Welt- und Europarekorde schwamm er, Weltmeister und Europameister Roland Matthes. Ja. In allen Schwimmbecken der Welt war er zu Hause, heute ist er unser Kesselpauker. Wir haben hart trainiert, es ist viel Schweiß geflossen, wir haben schwer gehabt, sie alle unter einen Hut zu bekommen, aber wir wollen Ihnen diese kleine Hausmusik heute nicht vorenthalten. Und für mich haben Sie den Bass übrig gelassen. Dann will ich mal sehen, ob der sich das heute von mir gefallen lässt, ja? Alles klar, Jungs. Also Gustav Brom würde 3 vorgeben, wir machen das sportlich. Auf die Plätze, fertig, los!
over the slant. I hammer against the danger, and I hammer by the warning. Oh, I'm in love between my brothers and my sisters, all over this land. Yes, I had a song. I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening, all over this land. I sing against the danger, and I sing about warning. Oh, I could love between my brothers and my sisters. Oh, oh, all over this land. Oh, 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 all over the land. All over this land. All over the land. Yeah, hey. Und jetzt seid ihr dran. Jetzt geht's los. Oh, 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 oh. Ah, ich höre schon jemand. Oh, 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 oh. Oh, zwei. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Gestern I had a hammer, and I had a bell. You got a little hammer. And I had a song to sing. And my success. Oh, 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 all over the land. Yeah, that's too hard, really. That's good, Alan. Wir müssen einen Schluss machen, dass warte mal, das okay. Ist nicht so hoch wie du, ja. Okay, du oder ich? Na, du machst der, du bist der Gast, ja. All over this land. Wie ich weiß.
Manchmal mag ich Tango feurig heiß, manchmal zarte Weisen sanft und leis. Manchmal mag ich harten Rock und Beat, manchmal such ich Trost in einem Lied. Manchmal... Herzlichen Dank, freue mich, dass du da bist. Grüß dich. Schau mal, die Sportreportagen, die werden natürlich viel... Oh ja, wir machen das Publikum, bringen wir ein bisschen durcheinander. Du singst, ich mache die Reportagen. Hallo, hallo, vor uns das graue Band der Landstraße. Ja, sowas? Also schau, das ist zu weit vorausgedacht. Wäre unsere Möglichkeit, unsere Kaderperspektive vielleicht für 1984. Ja. Nein, aber für jetzt, für diesen Abend, zur Probe auch mal. Hm. Weißt du, ein neuer Vorschlag. Ein neuer Vorschlag dieser Art. Dass also von den Sportreportagen, von den Sportbildern das Wort mehr wegkommt und wir ersetzen das Wort mit Musik, mit Gesang. Zu den richtigen Bildern das passende Gesungene von uns beiden. Das hast du vorbereitet, ja? Ich habe das vorbereitet, pass mal auf. Bitte darf ich mal den Notenständer haben für Frank Schöbel. Frank, du wirst ja Noten lesen können, nicht wahr? Ja, die Texte hoffentlich ja, auch, die ich gemacht habe. Ja? Ist es klar? Dann würde ich sagen, also bitte Bilder ab, ja, Start. Und jetzt... Achte genau darauf. Ich werde anfangen. Du fängst an, ja? Ich werde anfangen. Mhm. Warte, es geht los. Fertig? Jetzt. Wir sind die lustigen Holzhackerbuam. Holla, Holdrio, holla, Holdrio. Die Sprache der Liebe ist lang. In Frohnau schlug den Hammer, Hammer, Hammer für die Leute, Holdrio. Nur im Böhmerwald lässt man so Trompete. Das wär Johnny passiert, das hätt er nie gemacht. Der wusste immer, was er wollte, was er tat. Hin. Was ist schon dran an Argentinien? Alles im Eimer, Christina Marie, nur die Liebe nicht. Was machst du mit dem Knie, lieber Hans? Oh, Lady, Lady, das tut gut.
Das haben die Mädchen so gerne, die im Stübchen und die im Salon. Oh, Schmutzchen schleichen mit den elastischen Beinen, die der gefährlich in den Knien federn kann. Gut, dass es Freunde gibt und Musik, die man nie vergisst. Und ein Schwätzchen ist sehr beliebt, weil man sich viel zu selten sieht. Ja. Eine Frage, die sicher Millionen brennend interessiert: Fühlt ihr euch durchaus der Folklore verpflichtet? Durchaus ja. Ist es richtig, dass ihr aber auch zirzensische Elemente bevorzugt unter Einbeziehung des poetisch-dogmatischen? Genau das trifft es. Man könnte also ganz einfach sagen, dass ihr das volkskunsthaft traditionelle professional mit ungewohnt adaptischen Elementen verbindet und es im Hegelschen Sinne aufhebend nutzt. Wir heben alles sehr sorgfältig auf. Nun denn, Anmut sparet nicht noch Mühe. Thank you.
Ochse und er frisst die Wiese auf. Der Wiese wachsen Blumen, doch der Ochse darauf. Auf der Wiese, 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 auf der Wiese. Seine Liebling zu ihm rase, klappt die Augen auf und zu. Dann geht sie zu den Ochsen, macht sie